So, ihr Lieben, wir öffnen heute zum letzten Mal ein Türchen zusammen. Das vorletzte Türchen, beim letzten Türchen weiß ich eh, dass da eine Stange drin ist, so eine Edelvollmilch-Schokoladenstange und die ist ja jetzt nicht so besonders. Aber wir öffnen zusammen noch Türchen Nummer 23 vom magischen Adventskalender. Wir haben eine Praline und ich glaube, es ist wieder ein Kokosknusper. Den fand ich nicht so lecker, weil ich nicht so der Fan von Kokosraspeln bin. Still I wish you the merriest Christmas. I hope it will be all that you dream. Natürlich auch heute mein Abendessen, und zwar gibt es als Vorspeise wie immer Vitamine, zwei Kiwis und eine Orange, dann eine Kürbissuppe, die hat noch solche gelben Linsen mit drin, und dann gibt es zwei Eier mit Salz und Pfeffer und eine Semmel mit Butter. Ich habe schon mal alles der Reihe nach aufgetischt. Zwei Kuschelmuschelwuschels im Tunnel. Auch Emmy schläft. Emmy putzt ihren Bruder. Oh Gott, ist das süß. Jetzt ist Weihnachten. Irgendwie, das ist sowas, wo man hinarbeitet oder wo man darauf wartet, dass es kommt, dass es passiert. Dass es dann irgendwie vorbei ist und jetzt auf einmal ist Weihnachten und jetzt ist alles irgendwie vorbei. Und wir hatten ja Sonnenwende. Ihr wisst, die Tage werden wieder länger, sehr zu meinem Bedauern. Aber ja, Weihnachten ist dann irgendwie so dieser Cut, finde ich zumindest. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Heiligabend mit eurer Familie oder mit euren Liebsten. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie ihr Weihnachten verbringt, was ihr an Weihnachten macht, was so traditionell für euch an Weihnachten ist. Und ja, ich hoffe, euch geht es einfach gut. Und ich bedanke mich bei euch für die gemeinsame Zeit. Und ja, irgendwie ist es so sentimental, wenn einfach ein Ereignis kommt, worauf man so wartet. Wollte mich einfach mit dem Video nochmal kurz bei euch melden. Ich denke, die meisten werden bei ihren Familien sein und werden am Abend jetzt wahrscheinlich nicht das Video schauen, aber einfach trotzdem ein kurzer Weihnachtsgruß für euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Weihnachtsfest und eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Bis zum nächsten Video.